Ein Mann ging mit seiner Frau an der Küste entlang, als er plötzlich eine Gruppe Delfine sah. Natürlich fing er sofort an, das mit seinem Handy zu filmen. Ich meine, sowas sieht man nicht jeden Tag. Aber da bemerkte er, dass ein paar Delfine viel mehr Sprünge machten als der Rest der Gruppe. An einem von ihnen schien etwas an der Seite zu hängen. Erst zu Hause sah er sich die Fotos auf seinem Computer an. Er erkannte, dass es sich bei dem Etwas um ein großes Neunauge handelte. Einen Parasiten aus grauer Vorzeit. Der Delfin kämpfte und schüttelte sich, um es loszuwerden. Aber ich bezweifle ehrlich, dass es geklappt hat. Immerhin gibt es Neunaugen schon seit etwa 360 Millionen Jahren. Und in dieser Zeit sind sie richtig gut geworden in dem, was sie so tun. Delfine sind nicht die einzigen Tiere, die sie angreifen. Neunaugen ernähren sich von Blut einer Vielzahl von Arten. Makrelen, Kabeljauhaie, Meerale, Rochen, Schweinswale und sogar große Wale. Für sie ist jeder gut genug. Neunaugen kümmern sich nicht um Details. Sie spüren ihre Beute auf, heften sich an sie und bohren sich dann mit ihren scharfen Zähnen in sie hinein und lassen nicht mehr los, bis sie genug haben. Manchmal findet man sogar einen einzigen Fisch, an dessen Körper mehrere Neunaugen hängen. Und irgendwas sagt mir, dass sich das wahrscheinlich ziemlich ekelig anfühlt. Vor allem, wenn du weißt, wie das Maul dieser Neunaugen aussehen. Das ist doch eine Aufnahme direkt aus einem Horrorfilm. Obwohl das Neunauge eigentlich gar keine Zähne hat. Jedenfalls nicht im üblichen Sinne. Ihre Zähne sind aus Kreatin, das aus gehärteter Haut besteht. Sie werden ständig durch neue ersetzt. Neunaugen haben auch eigentlich keine Kiefer. Das heißt, sie beißen ihre Beute nicht, sondern sie reißen ihnen eher die Schuppen vom Fleisch ab. Aber es reicht nicht aus, sich nur an seiner Blutquelle festzuhalten. Du musst auch dafür sorgen, dass das Blut nicht zu schnell gerinnt. Deshalb produzieren Neunaugen ständig Antikoagulatin, also Stoffe, die die Blutgerinnung verhindern. Übrigens, das machen die Moskitos auch. Denken wir einmal drüber nach. Das Neunauge ist ein Lebewesen, das 360 Millionen Jahre alt ist. Und in dieser ganzen Zeit hat es sich kein bisschen verändert? Heißt das, dass Neunaugen perfekt sind? Ja, genau das heißt es. Aber ein anderes Mal gibt's mehr dazu. Was ist mit ihrer Beute? In der Tat haben sie keine große Wahl, denn das Ergebnis hängt von ihrer Größe ab. Wenn die Beute klein ist, wird sie durch den Blutverlust in Verbindung mit Infektionen stark geschwächt werden. Sobald das passiert, trennt sich das Neunauge von seinem Mittagsbuffet und macht sich auf die Suche nach einem neuen. Und die Beute? Nun ja, sie stirbt. Größere Lebewesen haben bessere Chancen, um am Leben zu bleiben. Manchmal ist das Neunauge aber nicht hungrig genug, um die Beute auszusaugen und löst sich auch früher. Die Körper der Überlebenden tragen schreckliche, gut erkennbare Narben, die zeigen, wie viele Neunaugen sich einst an ihr ernährten. Haie kommen mit dem Appetit der Neunaugen aber am besten zurecht. Und das nicht nur wegen ihrer Größe. Diese Raubtiere haben einen unglaublichen Heilungsfaktor. Wenn Deadpool unter den Haien landen würde, wäre er wahrscheinlich überrascht. Aber sie würden ihn aufgrund ihrer eigenen Superkräfte akzeptieren. Superpowers? Haie müssen sich einfach schnell regenerieren, weil ihre Körper ständig verschiedenen Prüfungen ausgesetzt sind. Zum Beispiel beißen Männchen die Weibchen während der Paarung. Und Haizähne, wie du weißt, sind sehr scharf. Ihre Wunden heilen jedoch in 2 Wochen oder sogar noch früher. Haie kämpfen auch um ihre Vorherrschaft und werden manchmal von größeren Raubtieren verletzt. Auch hier kommt die schnelle Regeneration zum Hilfe. Haie können selbst schwere Wunden in etwa 1,5 Monaten heilen. Schau dir das mal an! Ein Hai wurde von einer Schiffsschraube verletzt und es sieht sehr schlimm aus. Doch weniger als in einem Monat verschloss sich die Wunde vollständig. Die Frage ist, warum geht das so schnell? Nun, einer der Gründe ist das Alter. Genau wie die Neunaugen schwimmen Haie schon seit einer ganzen Weile in unseren Meeren. Laut den Wissenschaftlern seit etwa 450 Millionen Jahren. In dieser Zeit haben sich Haie ständig weiterentwickelt. Die Evolution hat Haie zu sehr erfolgreichen Überlebenskünstlern gemacht. Sonst gäbe es sie ja nicht so lange. Vor ein paar Jahren fanden Wissenschaftler heraus, dass der weiße Hai viel mehr Gene für die Blutgerinnung besitzt als andere Säugetiere, Fische oder sogar Vögel. Haie haben auch ihre Proteine verbessert, die neue Haut und Gewebe bilden. Das heißt, Haie haben buchstäblich einen Teil ihres Genoms der Wunderheilung gewidmet. Kein Wunder, dass sie so gut darin sind. Wenn du einen Beweis dafür brauchst, dann sieh dir den am meisten ramponierten weißen Hai der Welt an. Zumindest kein Titel, den man anstreben sollte. Aber sieh dir nur diese vielen Narben auf seinem Körper an. Und trotz alledem geht es dem Hai gut. Er hat das alles überlebt? Wahnsinn! Und wenn Haie selbst die schwersten Verletzungen in ein paar Wochen heilen können, warum sollten sie sich dann um ein paar Neunaugen kümmern? Hä? Übrigens, Delfine sind den Haien in Sachen Regeneration fast ebenbürtig. Dieser hier hatte 2016 einen schweren Sonnenbrand. Oh, das arme Tier, es war nur einen Tag lang gestrandet. Aber die Menschen haben ihn gerettet, dachten zwar nicht, dass das Tier solche Verletzungen überleben würde, aber der Delfin hat sich in ein paar Jahren vollständig wieder erholt. Es scheint, als hätte er seine ganze Tortur schon wieder vergessen. Und was ist das? Wer kann denn einen Pottwal bitte so zerkratzen?
Gibt es riesige Unterwassertiger, von denen wir noch nichts wissen? Die gute Nachricht ist, dass es keine riesigen Unterwassertiger gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass der Übeltäter ein Tintenfisch war. Und zwar einer von der riesigen Sorte. Riesenkalmar oder Kolosskalmar sind die Lieblingsnahrung der Pottwale. Um sie zu bekommen, können sie bis zu einem Kilometer tief tauchen und sogar mehrere Stunden unter Wasser verbringen. Aber die Kalmare mögen es nicht, Beute zu sein, also versuchen sie sich zu wehren. Sie wickeln sich um die Pottwale und hinterlassen weiße Narben wie diese. Und man kann sagen, das sind Saugnäpfe. Nun, die Menschen haben die Kämpfe zwischen Pottwalen und Tintenfischen sozusagen noch nie in Echtzeit gesehen. Aber die Wissenschaftler glauben, dass die weißen Narben so entstehen. Und sie haben genügend Beweise. Anfang des letzten Jahrhunderts fanden sie Pottwale mit diesen Narben. Ich meine, wer bin ich schon, dass ich den Wissenschaftlern widerspreche? Siehst du? Aber wie kann ein Tintenfisch bitte jemanden so zerkratzen? Ich dachte immer, Tintenfische seien nun ja weich, vielleicht stark, mit Muskeln und Saugnäpfen, aber doch ganz sicher keine Krallen. Und dann zeigte mir Steve dieses Bild. Sie haben Haken. Viele Tintenfischarten, darunter auch der Riesenkalmar, haben genau diese an ihren Tentakeln. Das heißt, sie halten sich nicht nur mit Hilfe von Saugnäpfen an ihrer Beute oder dem Feind fest, sondern rammen auch die Haken in sie hinein. Diese können sie sogar auch schwenken und vielleicht kann der Tintenfisch sogar jeden einzelnen Haken steuern, um so sich besser an seiner Beute festzuhalten. Außerdem haben Riesenkalmare einen Schnabel, der genauso aussieht wie von einem Papagei. Er ist riesig und auch wirklich stabil. Für sie ist das ein Werkzeug zum Töten und Zerstücken ihrer Beute. Manche Tintenfischarten benutzen sogar ihre Schnäbel, um das Rückenmark der Beute zu durchtrennen und sie zu lähmen. Um ehrlich zu sein, du hättest doch nicht erwartet, dass Tintenfische wirklich so gnadenlos sind. Kann man sich davor nicht schützen? Taucher tragen doch auch spezielle Haianzüge, die wie ein Kettenhemd aussehen. Aber sie funktionieren wirklich. Zahlreiche Tests haben das bestätigt und du brauchst keine Panik haben. Dieser Mann ist ein Profi. Er war nicht in Gefahr. Aber weißt du was? Riesenkalmare scheren sich nicht um diese Anzüge. Ihre Haken sind so stark, dass sie sogar moderne Kettenhemden durchdringen können. Das musste der britische Naturforscher Steve Bagshell an seiner eigenen Haut spüren. Und es ist wirklich schmerzhaft. Ich hoffe, dass er nicht wirklich verletzt wurde. Aber wenn du jetzt das alles weißt, verstehst du irgendwie die Seeleute aus der Vergangenheit, die so viel Angst vor den Riesenkalmaren hatten. Kein Wunder, dass aus ihnen krachende Mythos entstanden sind. Wenn du jetzt immer noch denkst, dass ein Zusammenstoß mit einem wirklich großen Tintenfisch nur in Fluch der Karibik passieren kann, dann hast du sicher noch nie von dem Zerstörer USS Dyne gehört. Im Jahre 1978 stieß dieses Schiff unerwartet auf etwas Riesiges unter Wasser. Riesig und unsichtbar. Das Schiff hatte Probleme mit seiner Ausrüstung. Das Sonargerät war außer Betrieb. Das Schiff musste in den Hafen zurück. Und dann fanden sie heraus, dass die Beschichtung der Sonarkuppel schwer beschädigt war. Sie waren mit tiefen Schnitten und Kratzern übersät. Doch in dem tiefsten Kratzer steckte etwas. Das Reparaturteam entdeckte große gebogene Haken, genau wie die eines Riesenkalmars. Offizielle Messungen der Haken und der Schnitte ergaben, dass die Kreatur, auf die sie gestoßen waren, mehr als 45 Meter lang sein musste. Zur Erinnerung, der größte Riesenkalmar, der Wissenschaftlern bekannt ist, war nur 13 Meter lang. Und das, obwohl man annimmt, dass Riesenkalmare nur 5 Jahre alt werden können. Ich muss sagen, ich fühle mich immer noch ein bisschen unwohl. Nicht weniger beunruhigend ist die Tatsache, dass Schwertfische Boote angreifen. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es zahlreiche zuverlässige Berichte dafür. Außerdem greifen diese Fische nicht nur Boote an, manchmal durchbohren sie sie sogar mit ihrer Nase. Alles klar. Die Geschichte des Walfangschiffes Fortuna aus Manchester ist wirklich erschreckend. Es wird vermutet, dass der Schwertfisch damals mindestens 45 cm Hartholz durchbohrt hat. Das U-Boot Alvin hatte jedoch weniger Glück. Ein Schwertfisch traf es in einer Tiefe von 609 Metern und blieb darin stecken. Die U-Boot-Besatzung beschloss aufzutauchen und den Fisch zu entfernen, was ungefähr 2 Stunden dauerte. Kannst du dir vorstellen, wie tief er in diesem Ding gesteckt hat? Aber warum hat der Schwertfisch beschlossen, das U-Boot anzugreifen? Offenbar werden die meisten dieser Angriffe einfach aus Angst gestartet. Oder es handelt sich vielleicht auch um einen Unfall. So wie wenn du eine Schildkröte aufspießt. Aber solche Fälle gibt es nicht allzu oft. Schildkröten überleben sogar manchmal, nachdem sie einen Schwertfisch aufgespießt hat. Doch meistens haben sie nicht so viel Glück. Die Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass die Schwertfische offenbar nur nach Beute fangen wollten. Und die Schildkröte war halt in der Nähe. Ich denke mal, die Schildkröten mögen solche Unfälle wahrscheinlich gar nicht. Oh, ich hätte ja fast vergessen, dir noch etwas über die Delfine zu erzählen. Es tut mir leid. Ich habe eine Seite im Skript verwechselt. Naja, besser spät als nie, oder? Langflossengrindwale sind große ozeanische Delfine. Etwas kleiner als Killerwale, aber hauptsächlich ernähren sie sich von Tintenfisch. Aber Fische stehen definitiv nicht auf ihrem Speiseplan. Und hier ist auch der Grund dafür. Im Jahr 2014 wurde ein toter Grindwal an der niederländischen Küste angespült, in dessen Blasloch ein Fisch steckte. Ja, das klingt seltsam.
Ist es auch. Aber 3 Wochen später strandete ein weiterer Grindwal an der Küste. Und hier war auch ein Fisch die Todesursache. Vielleicht hat sich diese übermäßig flexible Beute ja in seinem Blasloch verfangen. Oder vielleicht war der Grund der ungewöhnliche Kehlkopf der Grindwale. Tatsache ist aber, dass die Folgen des Erstickungstods ein Fisch war. Tja, was soll ich sagen? Die Natur ist immer voller Wunder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns mit lustigen Stories auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ach, die Kommentare habe ich ganz vergessen. Schreibt mal welche los.